So, Folks, also hier mit indirekter Beleuchtung. Gut, es ist bedingt durch das, dass die Decke leider nicht gerade ist, weil es mit Holz gemacht ist. Scheinen nirgendwo und stellenweise noch die LEDs durch. Also ich hätte es ganz gerne so gehabt wie im Regal, aber das ist halt mehr oder weniger meiner Macht oder meinem Tun entzogen, weil ich kann. Also ich könnte da schon noch was draufbauen, aber die Vermieter sind da nicht so happy drüber, wenn man Löcher in die Decke bohrt und dahinter ist genauso wie an der Seite auch ein Spalt. Und darüber habe ich das jetzt befestigt. Also da ist nichts in die Decke gebohrt worden. Von dem her alles gut. Jetzt sind heute die Sachen für den zweiten PC gekommen, für den Stream-PC, also für ihn hier. Den werde ich jetzt anfangen umzubauen bzw. umbauen. Die Capture Card von Apple Media, ein Audiokabel, um die Audio von dem PC auf den PC zu übertragen. Dann ist hier noch ein Endstörfilter drin für die Audio-Kabelkram, weil der Rechner momentan noch mit einem HDMI-Kabel an dem hängt, an dem Monitor. Da kommt dann ein DisplayPort-Kabel dran, dann kann ich auf 4K spielen oder den Rechner auf 4K nutzen und die Capture Card wandelt das dann um auf Full HD auf 1080p und der Rechner schickt es dann ins Internet, mehr oder weniger auf Twitch. Ich habe schon die letzten Tage immer wieder mal gestreamt, allerdings rein über den, um einfach Settings zu testen. Ich bin, wie gesagt, komplett neu damit. Ich habe mich jetzt die vergangene Zeit auch mit Overlays und Gedöns beschäftigt. Auf dem Rechner ist auf OBS ein komplettes Overlay eingerichtet. Noch nicht komplett fertig, sagen wir es mal so. Es ist fast fertig, aber ich wollte das gestern noch komplett fertig machen, hatte eine ziemlich heftige Frühschicht, habe mich nach der Frühschicht dran gesetzt und bin dann, nachdem ich nochmal mit der Soundgeschichte rumexperimentiert habe, am Rechner eingepennt und habe es nicht komplett fertig gekriegt. Jetzt werde ich erstmal die Hardware-Geschichte soweit fertig machen, gucken, wie das dann mit den Settings alles funktioniert und sobald ich alles zusammengebaut habe und das am Laufen ist, werde ich noch mal ein kurzes Update machen und dann packe ich euch auch den Link für diejenigen, die sich dafür interessieren, zu meinem Stream-Kanal in Twitch. So, hat mich jetzt doch deutlich mehr Zeit gekostet als gedacht, weil die Einrichtung komplizierter war. Diese Sound-Settings nochmal alle neu machen, dann die ganzen Stream-Einstellungen anpassen, etc. Also auf ihm kann ich jetzt 4K spielen und er skaliert es dann über die Capture Card hier unten drinne runter auf 1080p. Die ganzen Video Files oder die Bilddaten gehen über HDMI an den anderen Rechner und werden da verarbeitet, genauso das Audio. Und ich habe auch das Overlay jetzt eingerichtet. Ich werde jetzt nur gleich den Ton ausmachen. Wie man sieht, der Ton kommt jetzt von dem Rechner. Also ich kann hier an dem Ding spielen, ohne dass es dann doppelte Töne gibt. Ich mache jetzt nur den Ton mal kurz hier aus, weil ich da üblicherweise dann Moment mal, ja, ich war beim Falschen. Wie gesagt, ist noch alles ein bisschen Neuland für mich, aber so geht's auch. Ich kann auch einfach die Lautsprecher kurz ausmachen, das ist kein Beinbruch. Wenn ich dann spielen sollte, einfach mit Kopfhörern, dann habe ich das alles nicht, also dann ist da meine Ruhe. Und hier kann ich dann einfach zum Streambild wechseln. Und das ist effektiv eigentlich schon das ganze Hexenwerk. Dazu bietet mir dieses Dual-PC-Setup
Also das nennt sich Dual PC Setup für Streamen bzw. für Videobearbeitung. Bietet mir das dann auch die Möglichkeit, hier Replays laufen zu lassen und sie hier zu bearbeiten. Damit habe ich die, wie man es jetzt sehen kann, ist die CPU-Auslastung auf E-Mails bei laufendem Betrieb nur bei 40%. Das heißt, ich mache hier keine Qualitätseinbußen von den Videos mehr. Und den juckt sowieso nicht. Der ist noch neu genug, dass es den nicht stört. Und das ist jetzt von den Grafik-Settings, wie man sehen kann, auch schon ziemlich weit oben. Das ist auf jeden Fall mal das finale Setup. Und für diejenigen, die es interessiert, der Twitch-Kanal ist auf der YouTube-Seite von mir verlinkt und ich werde ihn auch noch mal in die Videobeschreibung reinpacken. In diesem Sinne kann ich jetzt wieder Videos bauen, die dann hoffentlich auch meinen Qualitätsansprüchen genügen. Und danke für die Aufmerksamkeit und hoffe auf positives Feedback, dass sich die ganze Videothematik dann zum Positiven entwickelt, sagen wir es mal so. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen